Kennst du das? Viel zu viel Haxe gemacht und Haxe noch übrig. Was machst du jetzt daraus? Ich zeige dir ein Video. Zwei verschiedene Varianten, wie du ganz einfach die Haxe weiterverarbeiten kannst. Schau hier, sieht das nicht lecker aus? Und hier nochmal eine zweite Variante, noch etwas verändert. Die waren so lecker. Schön knusprig außen. Mein Mann war ganz verwundert, was ich da Schönes gezaubert habe. Aber jetzt geht's gleich volle Bulle weiter. Ja, hier habe ich jetzt die Haxe entsprechend gelöst, den Knochen rausgeholt und alles kommt jetzt hier in meinen kleinen Häcksler rein, indem ich das jetzt mal grob den kleinen Häcksler, der grob klein Häcksler in gut war. Also ich habe alles hier verarbeitet, was von der Haxe übrig war. Die Schwarte hatte ich beiseite gelegt, die habe ich dann nachher separat so auch noch mit in die Heißluftfritteuse reingetan und die habe ich nochmal etwas auf Poppen aufknacken lassen. So, alles in mein Häcksler drinne, der Deckel noch oben drauf und jetzt wird alles klein geschrotet. Das geht also wunderbar einfach mit diesem Häcksler jetzt hier. Der hat richtig Power, der schrotet mir das jetzt klein. So, die Masse habe ich jetzt schon aus den Häcksler herausgeholt, habe sie in eine Glasschale reingetan und als nächstes habe ich jetzt hier meine Zwiebel, die jetzt auch noch mit dazu kommt. So, die eine Zwiebel, die habe ich schon in den Häcksler reingetan und jetzt habe ich hier noch Knoblauchzehen, zwei Stück, die kommen noch mit dazu und die werden jetzt auch klein mit gehäckselt werden. Ja, die Masse habe ich inzwischen umgefüllt in eine größere Schale, damit ich das nachher auch besser gut durcharbeiten kann. Jetzt kommen die gehäckselten Zwiebeln mit meiner Knoblauchzehe entsprechend da noch mit rein. Als nächstes habe ich jetzt hier mein Ei, was ich aufschlage, was damit untergehoben wird. Ich schaue erstmal, wie das mit dem einen Ei passt, ob das so genug ist oder ob ich vielleicht sogar zwei Eier brauche. Ja, also ich brauche das zweite Ei auch. Ist doch allerhand Masse geworden von den, das war zweimal eine halbe, also im Prinzip eine Haxe, die ich jetzt hier an Masse habe, weil mein Mann hatte eine Haxe, ich hatte eine Haxe und jeder hat nur die Hälfte von der gegessen. Also dass aus den zweimal eine halbe wieder eine übrig geblieben war, die ich im Prinzip jetzt hier zu dieser Masse jetzt hier verarbeite. Doch bevor ich jetzt hier weiter erzähle, möchte ich dir ganz kurz mein Geschenk vorstellen, was ich hier in dem Video noch für dich habe. Ich hatte es ja vorhin im letzten Video schon angekündigt, da hat es nicht ganz so geklappt. Und zwar 10 Rezeptideen von mir ganz exklusiv für dich, habe ich mal hier zusammengestellt. Und zwar das Ganze findest du unter meiner Heißluftfritteuse Umfrage, da ist das auch nochmal entsprechend drin. Und ich habe für dich wirklich 10 Rezepte exklusiv zusammengestellt, die du dann entsprechend bekommen kannst von mir. Das ist mein Dankeschön, dass du an dieser Umfrage mit dran teilnimmst. Es ist eine ganz kurze Umfrage mit ganz, ganz wenigen Fragen. So, die Masse ist genug durchgearbeitet, sodass ich jetzt hier meine Hackfleischknödelchen, meine Frikadellen formen kann. Das ist es. Von dieser Masse, das ist eine relativ, wie soll ich es richtig ausdrücken, Masse, die man gut zusammendrücken muss, damit sie nicht wieder auseinanderfällt. Aber das sollte so mal passen. Jetzt förme ich hier meine Knödelchen schön oder meine Frikadellen schön. Und das natürlich jetzt so schnell, da ich mache für dich wieder. So, meine letzte Frikadelle, die ich jetzt hier entsprechend fest zusammendrücke. Jetzt habe ich hier das nächste in eine Schale geholt. Da kommt jetzt ein Ei rein. Und dieses Ei schlage ich jetzt hier etwas auf. Jetzt habe ich mir eine Schale geholt, wo mein Dinkel-Semmelbrösel entsprechend reinkommen. So, und meine Frikadellen, so nenne ich sie jetzt mal, weil sie werden ja Frikadellen, die werden jetzt erst hier in dem Ei gut gewälzt. Und
wenn du mit ringsrum gut bewälzt im Ei, dann komm hier entsprechend noch in den Semmelbröseln das Ganze gewälzt. Also ich will es ja wie Frikadellen entsprechend so zubereitet haben. Ja, ich musste wirklich sehr sachte arbeiten, da die Masse doch, siehst du, da fällt schon was ab. Also ich musste mal wieder etwas zusammendrücken. Es ist halt nicht so, wie die normale Hackfleischfrikadellen hast. Da hast du durch die Hackfleischmasse mehr Bindung. Deswegen musst du hier sehr gut Obacht geben und das gut fest zusammendrücken. Ja, und diesen Vorgang mache ich jetzt mit all meinen 5 Frikadellen. So, das ist jetzt die letzte Frikadelle, die ist jetzt auch fertig, die kommt noch dazu. Ja, und jetzt habe ich hier meinen Ölsprüher, wo ich jetzt meine Frikadellen jetzt mit Öl gut bestäube von beiden Seiten. Also ich drehe sie jetzt hier auch nochmal um, dass sie von der anderen Seite auch noch mit bestäubt werden. Ja, und ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich dir 2 verschiedene Varianten zeige, weil die 2 nächsten Varianten, die ich danach zeige, die habe ich etwas anders zubereitet, nicht mit Öl eingesprüht. Aber das zeige ich dir ja ganz genau noch. Und du wirst merken, die schmecken auch richtig klasse danach, die andere Variante. Aber jetzt erstmal richtig schön, du siehst das richtig kräftig mit Öl einsprühen. So, jetzt ist es schon soweit, dass die in die Cursori reinkommen. Ich habe leider jetzt hier verpasst, das richtig aufzunehmen mit der Einstellung von der Temperatur und von der Zeit. Ich habe 200 Grad eingestellt und das Ganze für 15 Minuten. Ab dem zweiten Teil vom Video, wie ich die anderen mache, da kannst du das nochmal richtig gut sehen dann auch. Ja, ich habe jetzt hier einen Eisbergsalat, den ich jetzt mittig durchschneide, also halbiere. Die eine Hälfte lege ich zur Seite, weil wir brauchen eine halbe lang, voll und ganz für uns. Weil in der Zwischenzeit, wo jetzt hier meine Frikadellen in dem Cursori brutzeln, bereite ich jetzt hier den Eisbergsalat zu. Ja, der ist auch ganz schnell gemacht und schmeckt super dazu. Also grob kleinschneiden das Ganze. Und dann kommt schon hier in die bereitgestellte Schüssel. So, jetzt habe ich noch eine Tomate, die ich jetzt noch halbiere und in kleine Würfelchen schneide, was jetzt noch entsprechend noch mit dazu kommt. So, der Salat ist alles fertig klein geschnippelt. Jetzt verteile ich nochmal diese Masse etwas. Hier habe ich jetzt meine Aliola Würzmischung. Die ist richtig lecker. Da habe ich auch jetzt richtig kräftig oben drauf gemacht. Ich selber, ich persönlich, wenn ich den esse, ich mache mir dann nur noch Öl oben drüber. Ja, mein Mann hat ganz gerne noch so Joghurtmischung oben drüber. Und in diesem Fall hat er sich diese Knoblauch-Joghurtmischung gewünscht, dass ich die dazu machen soll. Aber das kann ja jeder auch machen, wie er das entsprechend möchte. Ja, das ist jetzt hier diesen Knoblauch, was ich gerade erzählt habe, den ich jetzt dann noch oben drüber mache. Und das arbeite ich jetzt gut durch nochmal. Mein Salat ist jetzt schon fertig. So, den Salat habe ich schon auf den Teller angerichtet und meine Frikadellen, die Haxenfrikadellen, sind jetzt auch fertig und ich hole sie jetzt hier entsprechend aus der Heißluftfritteuse raus. Siehst du, also so sind die jetzt geworden. So, ich habe jetzt mal überlegt, dass ich vielleicht alle 3 auf den Teller tue. Ja, und hier, das ist jetzt so diese Schwarte, die ich mitgebraten hatte. Da habe ich gedacht, ach, für meinen Mann nehme ich den wieder runter und packe ihn in die Mitte, die Schwarte mit auf den Teller. So, jetzt war ich aber neugierig und wollte mal gucken, wie das innen drinne geworden ist. Und ich schneide es jetzt mal auf und nehme es mal, lege es mal kurz auseinander, damit ihr auch mal reinschauen könnt. Jo, passt. Aber ich habe ja gesagt, ich habe noch eine zweite Variante gemacht.
Doch bevor wir jetzt zur zweiten Variante rüberschwenken oder ich das gleich zeige, wie das gemacht wurde, habe ich mal ein paar Stimmen von meinem Mann leise eingefangen. Und die hört er jetzt gleich. Ist da nichts mehr von der Haxe gestern da? Das ist die Haxe. Ich habe Haxenknödel gemacht. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Was ist denn das wieder, Herr Fuhler? Ich habe gedacht, das Haxenfleisch so ist dann relativ trocken. Machst du wie eine Frikadelle draußen, probierst du es so mal. Hackfleisch, oder? Das Haxenfleisch habe ich gehäckselt wie Hackfleisch und habe daraus die Frikadellen gemacht. Und wie schmeckt es? Gut. Gut? Fandst du die Idee nicht gut? Ja, in Ordnung, ich habe nichts Negatives sagen. So, und jetzt kommen wir zum Teil 2. Das sind jetzt die Frikadellen, Haxenknödel, wie man sie nennen will. Die sind jetzt übrig von gestern. Und die habe ich jetzt nochmal verarbeitet, habe die kleinen gehäckselt. Und das Ganze mache ich jetzt im Schnelldurchmarsch. Das müsst ihr nicht nochmal einzeln ansehen. Denn wie das funktioniert hat, habt ihr in dem ersten Teil schon gesehen. So, also das klein gehäckselte Haxenfleisch ist jetzt wieder in der Schale drin. Und die erste Veränderung ist, dass ich jetzt hier schon mal ein Toastbrot mir geholt habe. Dann schneide ich mir das Toastbrot etwas klein. Also ich würfle das jetzt hier. Und das kommt jetzt erstmal da in diese Schüssel rein. So, das Brot habe ich jetzt hier in dieser Schale. Und jetzt habe ich noch die Milch geholt. Und jetzt kommt die Milch entsprechend noch dazu. Ja, und mit dem Löffel tue ich jetzt hier diese Brotstückchen, also das Toastbrot, gut einweichen. Denn ich will, dass die Milch komplett aufgesaugt wird von dem Toastbrot. Oder dass das Toastbrot die Milch aufsaugt, so gibt es einen besseren Satz. Doch bevor ich jetzt noch vergesse, ein kurzer Schwenk nochmal auf meine Internetseite, weil ich habe ja hier diese Umfrage, wo ich gesagt habe, ihr kriegt von mir ein Geschenk. Und zwar so kommt ihr jetzt hier zu diesem Geschenk, also diese Rezepte, die Lieblingsrezepte, da 10 Stück, die ich für euch zusammengestellt habe. Und zwar, wenn ihr die Seite runterscrollt, eigentlich wollte ich das bei YouTube ganz einfach einbinden, hinten bei der Community, aber das hat nicht so geklappt, das wollte wohl YouTube einfach nicht so. Auf jeden Fall, hier, wenn ihr hier auf diesen Link klickt, ich klicke jetzt auch mal da drauf, und dann kommt ihr hier zu dieser Umfrage. Und das ist alles, mehr Fragen sind das gar nicht. Und die ausfüllen, auf Senden klicken und das war's schon. Und nachdem ihr die Umfrage ausgefüllt habt, in dem Video hinten gebe ich auch nochmal das Passwort drin, bekannt jetzt hier zum Schluss. Und dann könnt ihr schon wieder hier auf diese Internetseite gehen. Klickt hier oben einfach drauf und gebt das Passwort ein und dann könnt ihr das Dokument runterladen. Das war alles. So, und hier kommen wir jetzt zur nächsten Veränderung. Ich habe jetzt hier Butter, die ich in kleine Stückchen mir etwas aufteile und die ich jetzt in diesem Fall in meine Mikrowelle etwas schmelze. Ja, hier habe ich jetzt meine geschmolzene Butter schon, dann habe ich mir hier eine Glasschale geholt und da kommt jetzt noch mein eines Ei rein. Und das schlage ich jetzt hier entsprechend in dieser Schale auf. Ja, im nächsten Schritt geht es jetzt schon weiter, dass ich jetzt hier meine Masse habe von meinem Brötchen oder in diesem Fall war es hier das Toastbrot. Das Ganze wird jetzt unter diese Masse drunter gehoben. Ja, und die habe ich jetzt auch nochmal Handschuhe angezogen, weil ich muss doch nochmal in die Kamera dann gleich wieder. Und das ist dann doch zu viel Hin und Her, Unterbrechung. Aber jetzt tue ich halt die Masse da gut durchkneten, gut unterheben, dass das Hackfleisch, in diesem Fall nicht Hackfleisch, sondern das Haxenfleisch, etwas mehr saftiger wird als das erste. Das erste war ohne dieses doch etwas trocken und mit diesem Semmelbrösel hätte ich beinahe gesagt. Ja, das erste war jetzt doch etwas trocken. Es hat zwar gut geschmeckt, aber wenn ich jetzt hier dieses Toastbrot noch mit unterarbeite, in Milch eingelegt, wird das doch etwas saftiger. So, alles parat gestellt und es kann losgehen. Die ersten Frikadellen werden jetzt geformt. Ich tue sie wieder richtig gut festdrücken, zusammendrücken.
Aber in diesem Mal, in diesem Fall haben sie schon ganz andere Bindung. So, der erste Kloß kommt jetzt hier schon mal in die Eiermasse rein. Jetzt tue ich mir den zweiten Kloß noch fertig machen. Schon mal fest vordrücken. Und so auch den dritten gleich noch. Also die restliche Masse hat jetzt hier drei Knödel gegeben. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das Ganze jetzt gut in dem Ei wälzen. Und von dem Ei kommt dann in die Semmelbröselmasse rein und auch dann einmal gut wälzen. So, der zweite Kloß ist dran. Der wird auch nochmal jetzt hier in der Eimasse, der dritte, gut gewälzt. Jetzt den Knödel gut mit Semmelbrösel versehen. Das ist also in diesem Fall jetzt auch wieder der Single, den ich da genommen habe. Ich tue es mit den Handschuhen nochmal kurz zusammendrücken, dass die Masse auch halt hält. Aber das war jetzt schon eine ganz andere Bindung als vorhin, wo doch ja, das Brötchen nicht mit drin war. Also immer noch mal gut kurz andrücken und dann noch mal wälzen. Und so gibt das eine wunderbare Bindung und hast wunderbaren Halt. So, hier habe ich ja jetzt meine Butter, die ich aufgelöst hatte. Und darin wälze ich jetzt diese Knödel. Also diesmal nicht mit Öl bestäuben, sondern in diesem Butter, die ich aufgelöst hatte, darin das Ganze gut mal wälzen und sich voll saugen lassen. So, und jetzt kann das Ganze schon rüber in die Cursori kommen. Und gleich schwenke ich auch rüber zur Cursori. So, hier könnt ihr das Display jetzt gut sehen. Ich habe jetzt Airfry gedrückt und für die Temperatur wollte ich 200 Grad einstellen. Und von der Zeit 12 Minuten und Start. So, wir haben es geschafft. Schau mal, wie der aussieht. Richtig schön. Also die sind durch die Butter eingelöst darin doch richtig schön klasse geworden. Und eine schöne Farbe bekommen. Nicht so blass wie die ersten. Das hat mir das erste Mal nicht so richtig gefallen, muss ich euch ehrlich sagen. Schau, das sieht schon bedeutend besser aus. Ja, und sie haben auch wunderbar geschmeckt. Ja, und schau, die sehen da richtig lecker aus. Hier habe ich sie auch nochmal aufgeschnitten. Ja, und beinahe hätte ich es vergessen. Ich habe dir ja versprochen, am Schluss noch dieses Passwort mitzuteilen, damit du danach auch an dein Geschenk kommst. Die wunderbaren 10 Gerichte, die ich da zusammengestellt habe, exklusiv aus meinem letzten Buch.